Moin, 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 alle miteinander. Es ist Beginn der Sommerzeit und was könnte es da Schönes geben, als auch den Frühling vielleicht eine Rampe zu begegnen. Ich muss gestehen, es ist relativ frisch, knapp 10 Grad, 8, 9 Grad. Fehlt das Grün. Wir haben 31. März, sind schon verwöhnt worden mit einigen Grad, mit einigen Tagen um die 20 Grad. Aber man merkt, es ist doch relativ frisch. Ja, was ist das denn hier, ey? Hochwasser. Weiter hinten sieht man den Kampfanzug. Also langsam schreitet die Maus voran und muss mich bald zum Abschluss. Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich ein paar Grad mehr. Ne? Knappe 10 Grad, das ist ein bisschen frisch so auf Dauer. Hey, so muckelige 20 Grad, das wäre doch schon mal was. Radfahren und wohlfühlen. Zumal es streckenweise immer noch recht windig und dann wird es ungemütlich. Wetter hin oder her, ne? Warm oder kalt, ja, diesmal bleibt einfach schön hier. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Guck sie hier.
Ende. Der Nachteil am ganzen Spaß ist ja, in Essen geht es entweder bergauf oder du hast Gegenwind. Ersteres ist jetzt der Fall. Kommst du wieder vom Wald, also musst du ja auch wieder hochkommen, ne? Habe ich ja kleinere Übel gewählt, die Lerchenstraße. Ortskundige wissen, wovon ich spreche. Könnte natürlich auch den Werdener Berg hoch, aber lass gut sein. Nicht mehr in meinem Alter und ohne Hilfsmotor. Deswegen kurbel ich jetzt hier schön gemütlich die Lerchenstraße hoch zum Stadtwaldplatz und ab heim. Platz machen für die anderen Gäste, die noch kommen. Deswegen erspare ich euch hier meinen weiteren Anblick. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht habt ihr auch eine gute Idee, was man sonst Schönes machen kann. Lasst mich wissen. Ja, ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuem und schönen Ausflugszielen. Von daher, wenn ihr was habt, immer her damit. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Euer Strömi von Bodernander.